Hallo, liebe Phobis. Phobis klingt irgendwie süß. Alles klar, wir machen weiter. Ich kann nicht mehr. Ich hatte eben so einen richtig blöden Lachflash. Hab jetzt auch keine Lust nochmal zu erzählen, worum es ging, aber musste dezent mir einen ablachen und habe sehr, sehr stark geschmiert. Jetzt bin ich im zweiten, ne, im dritten ist es, ne? Ja. Da bist du. Komm. Na gut. Hier runter komme ich nicht mehr. Aber da komme ich dran. Somit hätten wir schon mal 3 aktiviert, bleiben noch 3 übrig. Dann haben wir endlich die große Tür geöffnet und ich, so wie ich mir dachte, ist das wahrscheinlich dann unser Ausgang. Oder es ist der finale Boss-Fight-Raum. Das kann natürlich auch sein. Kann jetzt hier rüberlaufen, soll ich? Oder fahre ich nochmal eine Runde mit dem Aufzug? Weiß gerade nicht. Erstmal aktivieren wir das hier. Weil dann bleiben nur noch 2 übrig. Ja, zum letzten komme ich so nicht, ne? Da fehlt ja der Knopf. Nummer 5. Die Kamera fährt doch immer näher ran an die Tür und dann, wenn ich jetzt den letzten Schalter betätige, macht es Bong und die Tür geht auf. Aber komm ich da dran? Was sind die überhaupt? Weiß ich nur, ich sehe sie nicht. Die ganze Zeit dieses Geräusch von diesen Viechern. Okay, ich muss irgendwie dahin. Anderen Seite geht's wahrscheinlich. Oder ich finde irgendwo den Knopf für den Aufzug. Der vielleicht irgendwo hier rumliegt, ich weiß es nicht. El Bastardo. Show yourself. Wow. Okay, okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab noch die Hälfte der Lebensenergie. Ich hab mir gerade so viel abgezogen oder hatte ich vorher schon ein bisschen weniger? Ich weiß gerade nicht. Okay, hier geht's nicht weiter. Das Vieh. Nicht meine Ruhe haben. Frösche alles machen mich wahnsinnig. Hinter mir vielleicht? Ich weiß es nicht. So, mein Ziel ist der Schalter. Dann auf der Seite. Nee. Falsche Seite, ist egal. Ein Upgrade-Ding habe ich noch vergessen einzusammeln. Das müssen wir uns definitiv auch noch holen. Oh. Das funktioniert nicht. Was ist gerade passiert? Bin ich. Okay, ich bin irgendwie ein paar Schritte runtergelaufen. Ich habe gedacht, ich falle durch den Boden. Bitte nicht. Und hier oben lässt sich das gut sehen. Also. Entweder komme ich von unten. Wahrscheinlich eher der Fall. Und dann hier so hoch. Hier runter macht wenig Sinn. Das würde hier runter mit am meisten Sinn machen. Gut, das wird nichts. Aber das hier. Gut aus. Hä, aber hier war ich doch, oder nicht? Ich weiß gerade nicht. Gut, die Tür geht nicht auf.
Ah ja, hier. Gott, wir haben es geschafft. Die Tür ist offen. Beziehungsweise lässt sich wahrscheinlich jetzt öffnen. Time to head to Underground 3. Underground 3. Aber das eine Upgrade-Material will ich noch haben. Am Ende muss ich dazu hier irgendwie rum. Da bist du. Wo jetzt? Die Kugel war es mir wert. So. Jetzt bin ich safe, dass wir hier alles eingesammelt haben. Dann geht's jetzt wieder zurück. Ich hab den Aufzug geholt. Ja, Ignaz hat noch überlebt, aber ist mir egal. Hier, kann ich jetzt einfach so zurück, oder wie ist das? Bin mir nicht sicher, aber ich speichere gerade mal hier. Da wir schon so viel Progress gerade gemacht haben mit den Türen, beziehungsweise den Schaltern. Er ist weg. Hm. Warum wundert mich das nicht? Gut. Mal sehen, ob die Tür jetzt sich öffnen lässt. Ah, stimmt, hier kam ich ja nicht durch, ne? Okay, die Gegner sind weg. Was nicht heißt, dass sie immer weg sind, aber... Weg ist weg. So. Weil der Umweg hier jedes Mal. Ich hoffe, ich kann diesen Bereich dann jetzt hier verlassen. Ich muss den Computer im Überwachungsraum benutzen, um diese Tür zu öffnen. Überwachungsraum war der hier. Ah ja. Das ist der Überwachungsraum. Sicherheitstür. Automatische Aufzeichnung der letzten Zugriff an der Landriegeln. Okay, here we go. Gut. Bleib mal hier speichern, ansonsten muss ich wieder ein gutes Stück weglaufen. Fast 15 Stunden habe ich dann für das Spiel gebraucht. 14 Stunden Epis habe ich jetzt. Das ist direkt eine Uhr neben der anderen. Where the hell did Stephanie run off to? I need to use the gas before that monster comes back. Ja, aber wo? Munition. Aber hallo. Oida, hier geht's aber rund. Eine Kiste vielleicht hier? Nee, ne? Ah, hier. Hervorragend. Boah, ob ich das Buch gerade noch brauche? Wahrscheinlich brauche ich es später nochmal, aber... Aktuell für den Kampf komplett unnütz. Jungskarte, ja. Pff. Lass ich mal. Alle Waffen brauche ich. Die Kamera.
Ups. Ich wollte gerade sagen, ich lade erstmal nach. Das ist wichtig. So. Dann nehmen wir uns noch hier das mit. Das mit. Das geht nicht. Okay. Ah, ich habe noch den Theft-Pflaster, beziehungsweise Theft-Pflaster, Verbandsmull. Ich könnte die Dinge kombinieren. Aber zu wenig Platz, dann erstmal das ablegen. Und dann machen wir den da. Dann kombinier, kombinier. Zack. Verwenden. Passt. Habe ich noch mehr Heftpflaster eigentlich? Bandagen, ja. Heile ich mich voll mit einer Bandage noch? Dann spare ich mir die Kästen. Ja, nehme ich. Ja, ich bin fast voll, ein Fitzel. Fitzel fehlt noch. Ich werde mich auf den Kampf gut vorbereiten, indem ich halt auch gleich noch die Revolverkugel mitnehme. Aber erstmal wird hier alles an Munition eingesammelt. Heilung, was hier noch rumliegt. Das nicht öffnen? Doch. Jawohl, guck dir mal. Alter. Jetzt werde ich richtig hart mit Munition zugeschmissen, was ja bedeutet, dass ich jetzt hier wahrscheinlich gleich kämpfen werde. Oder demnächst. Okay. Brauche ich die gerade? Also gerade nicht, ne? Ich habe eine Kiste hier und speichern kann ich in diesem Raum. Dann lege ich sie ab. Ich brauche noch Platz für die Dings. Revolverkugeln. Okay, mal alles nachladen. Oh, falsch. So, die Kamera. Gut, die ist nachgeladen. Jawohl. 22. Ich habe 22 Showpatronen. Also wenn ich den damit nicht tot kriege und mit dem, was ich noch habe an anderen weitigen Materialien. Okay, weiter geht's. Ich wurde kurz unterbrochen, deswegen muss ich mal kurz hier pausieren, beziehungsweise einen kleinen Schnitt setzen. Okay. Das Inventar ist voll bis auf einen Platz. Bin denn sonst noch irgendwas zum Mitnehmen? Auf final gucken, bevor ich hier irgendwie weitergehe, da irgendwas getriggert wird. I can't release the gas without protecting myself first. Ach so, stimmt. Wir brauchen einen Schutzanzug, ne? Irgendwo einen? Wie soll ich denn hier rüberkommen? I can't release the gas without protecting myself first. Ja, wo bekomme ich denn einen Schutzanzug, was auch immer her? Die hängen ja hier irgendwie nicht rum. Oder habe ich den jetzt vergessen? Scheiße. Die Verbindung in Keller 3. Ah, hier ist noch ein Zettel. Meister, in deiner Abwesenheit hat der Heilige Pfad die Experimente fortgesetzt, die du vor deiner Abreise für uns vorbereitet hast. Unser Versuch, die menschliche Gestalt zu verbessern, wurde ordnungsgemäß ausgeführt. Aber ich kann mich nicht mit dem schrecklichen Ding versöhnen, die ich meinem Sohn Aquilis angetan habe. Bei dem Versuch, mich an die Prinzipien und Lehren zu halten, habe ich meinen Jungen in ein Monster verwandelt. Meine Hingabe zu dir und deinen Zielen steht außer Frage, aber ich kann es nicht mehr ertragen, wenn ich sehe, was aus Aquilis geworden ist. Ich glaube fest daran, dass du bei deiner Rückkehr dort erfolgreich sein wirst, wo ich versagt habe. Mein Pfad endet hier. Für das Prinzip des freien Willens, Davy Menes. Oder Davy Menes. Okay. Shit. Aber rüber kann ich nicht. Na gut, ich sehe gerade den OBS-Screen schon bei 15 Minuten. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich hier irgendwo einen Schutzanzug finde, den anziehen und dann geht's los. Bis gleich. Mir fiel gerade noch was ein. Ich habe ja noch ein Item.
Das Ding fehlt noch. Ich hatte eben nochmal in die Kiste geguckt und habe mir so gedacht, das Ding muss doch für irgendwas gut sein. Und dann habe ich so gesehen, ach, das hat hier die gleiche Öffnung wie, wie das Teil hier, ne? Wahrscheinlich muss das Ding hier rein verwenden. Nee. Das auch nicht. Okay. Aber irgendwas fehlt noch. Ist das Gas da rein? Die Kartuschen? Fläschchen mit einer Art energetischer Verbindung. Ich habe gedacht, das wäre dafür da. Aber so vom Sockel her und von dem Zeichen her passt das ja. Aber irgendwas fehlt. Hm. Okay, da muss ich dann nochmal gucken. Aber ich bin mir sicher, das hier wird noch wichtig, beziehungsweise dass ich das noch irgendwie aktivieren muss. Ich schaue nochmal mich um und komme dann gleich wieder zurück. Ich habe eine Idee. Was ist damit überhaupt noch? Weil das Ding hat genau die gleiche Form. Es hat aber keinen Nutzen mehr. Aber dischargen, also wegschmeißen können wir es auch nicht. Das heißt, wird das da rein? Alter, ja. That's it. Und das Ding jetzt da drauf? Und jetzt das Röhrchen oben rein. Bam! Zum Glück war eine Kiste in der Nähe. Da hätte ich echt nochmal viel zurücklaufen müssen, aber es hat gepasst. Das ist mir ein bisschen zu unsicher. Also bevor ich da reinsteige, speichere ich nochmal. Wie gesagt, der Speicherraum ist nicht weit weg. Hier einfach rein. Komm einfach kurz und schmerzlos. Ich habe das Gaszeug nicht mit, weil... Bin sicher, wir müssen das oben einsetzen, ansonsten gehe ich nochmal kurz zurück und hol's. Was? Ich habe noch 40 Sekunden, aber für was? Ist das Christophers Haus? Hat das nicht geklappt? Hätte ich irgendwas tun müssen? Bin verwirrt. Okay, versuchen wir das nochmal. Kann ich irgendwen oder irgendwas erreichen?
Ja, das Licht. Kann es schaffen. Das ist eine Tür. Nummer 610. Ein Schlüssel. Immer noch das Ticken. Okay. Aber mehr hat das nicht gebracht. Einen Schutzanzug kriege ich trotzdem nicht. Seltsam. Na gut, dann gehe ich nochmal speichern und dann hätte ich gesagt, gucke ich mich nochmal weiter um, wo ich einen Schutzanzug herbekomme. Und dann, ja, bis gleich. Also ich habe jetzt irgendwie nichts gefunden auf dem Weg hierher. Also muss es hier in diesem Raum sein, aber ich werde nochmal gucken, ob ich auch alles dabei habe, was ich brauche. Brauche ich die Kamera gerade noch? Kann sie nicht ablegen. Aber den brauche ich auf jeden Fall auf dem Shortcut. Ausrüsten auf die 2. Hey. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen Kugeln. Und die 2 Dinger. Lampe. Speichern, sehr gut. Das Ding. Gut, ich brauche noch, wenn ich jetzt irgendwie einen Schutzanzug finde, einen Platz dafür. Gut, die Karte brauchen wir gerade nicht. Ach, guck mal. Masken haben die hier. Ich habe mich gerade gefragt, was leuchtet das denn hier so grün? Gasmaske. Perfekt. So, kann ich jetzt? Ja. Weiß nicht, wo was reingehört. Nehmen wir an, das ist richtig. Habe ich eben noch gespeichert? Ich glaube schon. Falls nicht, speichere ich gleich nochmal. Oder vielleicht speichere ich am besten jetzt. Bevor ich das Ding da rein tue. Aber guck mal, die Tür ist schon geschlossen. Zurück kann ich nicht mehr. So, ich habe noch Upgrade-Punkte. Kann ich die noch in den Revolver stecken oder in die Schrotflinte? Oh Mann, mir fehlen 2 Punkte. Doch nicht. Hier auch. Erhöht die Schussrate. Genauigkeit. Dann teile ich die Punkte nochmal auf. Okay, 5 habe ich noch. Und pack mir die letzten 5 rein. Munitionskapazität. Alles klar. The final countdown. Okay, let's go. Habe ich das Glas jetzt aktiviert oder nicht? Wow. Gott. Ich hab
habe keine Zeit, mich zu heilen. Nemesis. Ach, sein Arm schützt ihn, oder was? Das wusste ich nicht. Autsch. Ach, jetzt erst. Okay, Scar stimmt raus. Stirbt er jetzt oder was ist jetzt? Autschi. Zum Heilen muss ich zum Glück nicht stehen bleiben. Warum trifft er mich jedes Mal? Sein Verhalten, wenn er getroffen wird, auch. Fantastisch. Keine Ahnung. Weil er einfach alles auf ihn was schafft. Ist er tot?
Jetzt sind wir wieder in der Haut von Christopher, aber wir haben Aquilis besiegt. Okay, aber mit dem Munition, die ich halt hatte, hat das schon gut funktioniert. Aber holy fuck, hat der viel gefressen. Aber das passt auch zeitlich. Wir sind bei einer halben Stunde angelangt. Deswegen sage ich jetzt hier schon mal, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Phobia, St. Dymphna Hotel. Und ja, nachdem wir ihn besiegt haben, denke ich mal, ist das dann jetzt die Folge, die jetzt folgt, danach die letzte. Und dann haben wir das Spiel beendet. Ich werde wahrscheinlich dann nochmal für mich so persönlich New Game Plus machen, denke ich, weil ich habe hier und da schon nochmal Bock, vielleicht ein paar Achievements oder so zu holen von dem Spiel. Aber ja, meine finale Meinung erhaltet ihr dann, wenn das Spiel vorbei ist. Also, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss!